Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Castlevania Lords of Shadow. Wir begeben uns in den See des Vergessens. The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads towards the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here, in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Nicht, wenn der Sprecher irgendetwas damit zu tun hat? Was soll damit gemeint sein? Ich würde sagen, ob wir das rausfinden? Schauen wir mal. Wir haben einen neuen Hauptcharaktereintrag freigeschaltet. Ich nehme an, dabei handelt es sich um Pan. Genau. Können wir mal kurz... ich lese ihn kurz vor, er ist nicht unwichtig. In klassischen Sagen ist von einem mythischen Geist die Rede, der in der Wildnis der Wälder haust und sie vor Schaden schützt. Den Legenden zufolge tritt dieser Geist in verschiedenen Gestalten auf. Oft als Adler, als Hirsch, als Wildschwein oder sogar als Pferd, wie auch in vielen anderen. Manchmal wird Pan als böser Satyr dargestellt, während andere Erzählungen einen gutmütigen und mächtigen Halbgott schildern, einen Diener von Mutter Natur selbst. Doch die Menschheit in ihrer Arroganz verschmutzt und zerstört die Welt. Die alten Geister ziehen fort und bald muss auch Pan sein Schicksal wählen. Gut. Ja, dann hätten wir das. Ich gehe natürlich noch kurz zurück. Aber da ist nichts. Auf der Suche nach Leichen gefallener Ritter. Ich meine nämlich, hier gab es noch einen, an der aber nicht vorbeigehen wollen. Zum Beispiel an dieser hier. Was haben wir hier? Sieht mir aber... Okay, es gibt einen Lebensstein. Okay, gut. Nö, das freut mich natürlich auch. Und hier sind wir auf dem See des Vergessens. Oh. Das war kein Hering. Abgesehen davon, dass Heringe im Salzwasser leben. War es auch kein Wels. Oder ein sehr großer. Das nenne ich mal Eistitan. So, schon mal ausweichen hier. Und. Oh, keine Ahnung, wie man da ausweichen soll. Lass mich raus. So, hier, komm. Uah. So, gut, dass ich hier gerade gar nichts sehe. Komm. Los, hau deine Faust. In den... Boah. Ich bin noch gesprungen. Aber... So. Jetzt wird geklettert. Mit RT halten wir uns hier fest. So. So. Ach so, ich kann hier noch gar nicht hoch. Ja, den Weg kenne ich natürlich nicht auswendig.
Warum auch? Auf jeden Fall müssen wir uns hier gut festhalten, während wir hier durch die Gegend geschleudert werden. Ich glaube, wir können es aber ein bisschen schneller bewegen. Ich versuche mal, genau, hier rumzuspringen. Wow. Und hier haben wir eine kleine Schwachstelle, die wir erstmal hier gnadenlos ausnutzen. Okay, nur die Ruhe. Schön weiterhauen, bis die Rune zerstört ist. Und damit ist sie zerstört. Ausweichen und zack. Wunderbar. Das hat geklappt. So. Okay. So, und jetzt hier schön festhalten. Und zack, zack, zack. Oh oh, schnell ausweichen. Der sollte uns nicht erwischen. Schön weiter draufhalten und... Oh Mann. Er wehrt sich, aber er wird keine Chance haben. Puh, das war knapp. Und jetzt nochmal, komm hier, weg. Zack, und kaputt ist das Ding. Mist. So. Und so, festhalten. Und geschickt auf seine Rückseite gekommen. Nochmal festhalten und die nächste Rune zerstören. Wow, 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 wow. Na, ich hab's kommen sehen, aber ich war schon lange. Verdammt, verdammt. Müssen wir nochmal machen. Na, komm schon. Komm, haut zu, haut zu, haut zu. Und? So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach nee. Er ist, die Hand ist nicht im Eis stecken geblieben. Los, Hand bleibt im Eis stecken. So wollte ich es haben. So. Wow. Okay. Gut. Hier müssen wir offenbar nicht mehr hochklettern. Das ist gut. So. Hier können wir uns festhalten. Alles klar, das ist gut, dass es hier so ein bisschen schneller geht und wir den ganzen Kram nicht nochmal machen müssen. Das ist sehr, sehr praktisch. So. Reicht das diesmal? Nein! Ich habe... Ich tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe den Haltenknopf zu... Wie er sich aber auch hier im Eis bewegt, ne? Als wäre das Wasser. Ich sollte dem das mal einer sagen, dass es kein Wasser ist. So, jetzt aber. Komm. Diesmal packen wir's. Und hier. Die Hand kommt, klatscht auf uns. Schön ausgewichen. So. Und. So. Das tut ihm immer noch so weh. Naja, komm, jetzt aber. Festhalten. Und rüber. Nochmal festhalten. Mal schaffen wir das. Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Festhalten. Was ist eigentlich passiert? Ich glaube, hier ist so ein Weg frei geworden, dass, wo wir hier hochklettern können. So. Ziemlich, wow. Ziemlich wild, diese Partie. So, jetzt war da oben am Kopf was, wo wir uns festhalten können. Ist natürlich die große Frage. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube hier den Kopf so. Ah, ich sehe schon. Okay, komm jetzt hier. Diesmal packen wir das aber. Komm jetzt. Wow. Schön festhalten. Oh Mann, der wehrt sich ziemlich. Schnell weg hier. Und wieder zurück. Und... Ach, er schüttelt sich wie Sau. So, jetzt aber, komm. Ach, die Hand kommt nochmal. Und jetzt hier, komm. Verdammt, hat er uns abgewischt.
Okay, da kommt unser Retter in der Not. Wer ist das? Give me your dagger, quickly! Hier, fang! Klar, ist klar. Forgive me. I was not there to save you. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I yours. My love, the elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order. And that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie. I love you too. Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you. I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Is that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back.
If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, or they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I. I will head for the Land of the Lycans. You leave for the territory of the vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies furthest. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. Ja, da scheinen wir einen neuen Verbündeten gefunden zu haben. Und ja, jetzt machen wir uns auf zu den Lords of Shadows. Lords of Shadow, die ja. Ach, dazu, ich glaube, dazu wird später noch mehr gesagt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Und genau, auf jeden Fall hat Gabriel sehr schnell einen Plan gehabt, dass er Zobek, unseren, naja, neuen Gefährten, halt in Richtung der Vampirorte geschickt hat, wo er dort alle Vorbereitungen treffen soll, während wir uns auch ins Reich der Lykanthropen machen und dabei schnell und heimlich vorgehen müssen, so dass die Lords of Shadow eben die Schattenfürsten eben nicht unsere Anwesenheit bemerken. Ja, wir haben alle Magiesteine gefunden, den Eistitan besiegt und auch ein weiteres Relikt gefunden, das Lichtstein-Medaillon. Dazu werde ich dann in der nächsten Folge was sagen. Gehen noch ganz kurz ins Talentfenster, schauen uns an, ob wir uns irgendwelche neuen Kombos leisten können. Flächengegenschlag, Kreiskette. Tja, ach, den nehmen wir auch mit, der ist eigentlich ganz cool. So, das nehmen wir noch. Nehmen wir noch mit. Und damit würde ich auch schon fast sagen, können wir diese Folge beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Sind wir mal gespannt, wie es im Reich der Lykanthropen aussieht, wenn wir uns ins zweite Kapitel des Spieles begeben. Und es sieht bestimmt fantastisch aus. Ich bin überzeugt davon. Okay, gut. Vielleicht sehen wir uns ja zusammen da. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschö.